Dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Dr. Winterkorn wird tateinheitlich ein besonders schwerer Fall des Betruges, ein Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sowie eine Untreue vorgeworfen, weil er es seit dem 25.05.2014 als Garant unterlassen habe, nach Kenntnis der rechtswidrigen Manipulationen an Dieselmotoren diese gegenüber den Kunden und den zuständigen Behörden in Europa und den USA offenzulegen und den weiteren Einbau dieser sogenannten Abschalteinrichtungen zu untersagen.